Heute verschlägt es ihn in einen weltbekannten Walliser Kurort. Salut zusammen. Endlich Zermatt. Nach der langen Reise freue ich mich jetzt, die Motterhure wieder mal zu sehen. Bis nachher. Heute sind nicht so viele Touristen. Zermatt, der Ort, wo die Luft dünn, fremdsprachendichte hoch und die Kulinarik vielversprechend ist. Ja, yes, endlich bin ich hier. Ist auch eine höhere Weite, bis hierher gesäckelt bist. Und jetzt, auf diesem neuen Platz, den hast du extra gemacht für die Chapser, weil ich jetzt mein Motterhure anschaue. Aber hast du gesehen, das Wetter? Miserabel ist heute. Auch das hat etwa die eine Schweinlaune. Und die Chapser hat so keine. Was sind denn die Burschen heute? Ja, nun, wir gehen jetzt ins Restaurant zu. Gehen wir mal in die Richtung. He? Was wird echter Egon heute erwarten? Wegen dem Wetter. Hat sich eindeutig nicht gelohnt, übrigens. Jetzt hoffe ich, dass der wenigstens das Essen der Beiz gut ist. Drei Logo bin echt in der Richtung. Julen, Julen, Julen. Ja, nun. Oh je. Und das verstehe ich dritte. In ein paar Jahren mag ich ihn nicht mehr drüber. Wer weiß schon, was beim Egon in ein paar Jahren ist. Heute steht auf jeden Fall das Restaurant Julen auf dem Programm. Das gehört zum Romantik-Hotel Julen und steht mitten in Zermatt. Grüß Gott. Danke, herzlich willkommen. Gute RSK. Ja, ein bisschen lang, bis man hier in dem Loch ist. Geht ein bisschen länger, gell? 3,5 Stunden im Zug. 3,5 Stunden, ja, das ist nicht einfach. Das ist übertrieben. Aber jetzt seid ihr da, das ist doch seid ihr das richtige Zermatt? Ich? Nein, überhaupt nicht. Aber ein bisschen der Dialekt schon angefahrt. Das habe ich angefahrt, aber ich bin ganze Portugiesin. Ganze Portugiesin? Ist der Chef da? Er ist leider momentan nicht im Haus, nein. Aber wie abgemacht? Aber er ist sicher jeden Moment da. Ich tue mich gerade bei ihm melden. Ja, dann gehen wir mal ins Restaurant schauen. Perfekt. Könnt ihr gerade dort entlang? Merci. Der Webel habe ich gerade hier, wenn ihr noch nicht gelesen habt. Könnt ihr? Kann ich gerade durch den Blättern. Es gibt ein recht heimelig Haus. He? Mit dem alten Holz, das Wett macht's. Schöne Tische. Dekoration sieht gut aus. Wohl das Leben lang gelten. Guten Abend, wohl. Hallo. Geht miteinander? Der erste Eindruck überzeugt der Egon. Und der zweite? Ja, der Tag sieht nicht mehr ganz frisch aus. He? Immer auf der Suche nach Sachen, die man verbessern könnte. Hier gefällt es mir schon besser. Hast du die Maschine gesehen? Das ist ein Patent. Das gefällt mir. Eine richtige Berkel. Das ist für den Egon fast wie für ein Kind eine elektrische Eisenbahn. Jawohl. Temperatur. Sieht man nie. Ich frage, wie der Chef die Temperatur anzeigt. Das ist etwa nur ein Schaft. In dem Wetter, wenn wir das Feuer können, brennen können, ist schon schlecht. Ja, also halt brennen tut jetzt ja noch. Damit nachher die Luft rausgeht. Wenn es hier geschlossen ist, dann tut es alles innen dann nicht mit Rauch. Und dann geht es wieder Lärm auf. Also es müsste dort immer offen sein, das ist sehr wichtig. Aber jetzt hast du dir Zermatt ein bisschen verloren. Ein bisschen? Nicht verbrennen. Nein, es ist gewöhnt. Gewöhnt? Das ist jetzt wieder Zermatt der Dialekt. Gewöhnt. Haben Sie es? Serviertochter, ist dran gekommen heute? Serviertochter? Ja. Nein, denke nicht. Weil der Tisch ist noch nicht abgeräumt. Dann innen geht Bescheid sagen. Ja, das weh. Das macht schon also besser, wenn ich da bin. Ja, der geht auch gleich auf, was Platz hier hat. Das Innenleben vom Hotel Julen ist ja so, wie man es von einem romantischen Hotel erwarten darf. Oh, hallo Herr Julen. Ihr seid ein paar Mal zum Coiffeur. Bist du der Restauranttester? Ja, Herr Salut. Julen, wie geht's? Sagen wir nur Poli. Ja, weil der andere Name ist ein bisschen kompliziert. Ja, ich weiss. Ich bin vorher schon kurz hier und habe hier gewartet. Die Beiz habe ich schon gesehen. Jetzt habe ich eine Frage. Ich habe es mal gelesen, Schafzucht. Und Beizer, wie passt das zusammen? Morgen bist du bei der Schaf, Nachmittag bei der in der Beiz. Also zuerst müssen wir sagen, Schwarznase Schaf, nicht aber irgendein Schafchen. Gut. Ja. Und das passt sensationell zusammen, wobei wir schon sagen, der Schäfer ist eher der Vater. Oder? Und ich bin eher der Beizer. Aber ich habe natürlich schwer die Hoffnung, dass ich dann mal weitergehen kann, meine Jungen, und dann ich zum Schäfer kann werden. Und dann gehst du gut Schafhirte und die Jungen dann. Genau, richtig. Hey, das ist ja eine riesige Küche hier. Ja. Bei dir hier die ganze Armee verköstigt, oder was? Ja, wir schicken euch nicht schlecht Teller pro Tag raus. Ja. Was gibt es so an Teller, wenn du gerade ein paar Teller hast? Ja, an Spitzentagen in der Hochsaison, die wir ungefähr 400 Personen verköstigen hier aus der Küche. Oh, Fernsehen, könnt ihr hier Fernsehen schauen, ich hoffe. Ist klar, Champions League muss gezeigt werden. Ja, und der will dich dann nachher essen, was da kommt. Nein, also wenn es wirklich abgeht, ist natürlich wichtig, dass wir euch die Prozesse stimmen. Hier seht ihr, der Koch zum Beispiel die Reservationen von den kommenden Tagen. Da kann er euch in Zukunft ein paar Informationen abholen. Aber danach, wenn du dein Essen bestellst,
Und das zeigt das hier auf und ein Säure läuft immer mit. Damit dein Essen zügig auf dem Tisch ist. Und warmes. Und warmes, hoffentlich. Das ist super. Das ist der Joe Lackner. Hey, hey ciao Joe. Hoi, wo kommst du her? Hallo Österreich. So, der erklären wir mal, wie läuft der Laden hier? 200 Essen, wie machst du das? Zack, zack. Ja, ganz einfach, wir brauchen nur Schubladen aufmachen, weil es ist alles vorbereitet. Jede Portion, alles portioniert, geschnitten, da eingeordnet. Wenn Datum es drauf. Wird, Datum drauf, wenn es gebraucht wird, rausnehmen, aufschneiden und verarbeiten. Geht ganz einfach. Hier der Vorspeis, was wir machen. Jawohl. Lammzüngli, wie jetzt Carpaccio. Immer schön schon drei Stück drinnen, mehr gibt's nicht. Die Küche ist top organisiert und der Küche Lackner hat die Speiskarte und seine Brigade voll im Griff. Ja, ich sage dir, den lieber noch machen, weil sonst gibt es aber nichts zu essen für dich. Tipptopp. Merci. Ah, da kann der Egon nur noch staunen. Wirklich, hat er hier ein flottes Tischchen vorbereitet. Dankeschön. Sitzt es gut? Ja, danke. Okay. Die Aussicht ist gut. Dann darf ich dich mit unserer Karte eindecken. Bitte sehr, das ist unsere à la carte Karte. Dann haben wir selbstverständlich unser Tagesmenü. Und dann haben wir noch eine Spezialitätenkarte. Und die Weinkarte, falls du ein paar Schluck Wein willst. Sag aber, ich kann nicht bis um 6 Uhr Zeit jetzt schauen, was da drin ist. Hast du mir nicht direkt etwas zum Anbieten? Das ist mir ein bisschen gross. Komm, ich bin ja nie fertig. Die Qual der Wahl, oder? Ich sage den Leuten immer, ihr könnt nicht falsch gehen, ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Schlacht du mir etwas Gutes vor. Okay, aber dann bleiben wir aber bei den Schafen, oder? Ich verstanden, wenn es nicht bocken lässt. Aber eine Frage habe ich noch. Ein bisschen Trockenfleisch geschnitten von der Supermaschine. Sehr gerne. Liegt das drin? Selbstverständlich. Das müssen wir testen. Dann lasse ich mich beratschlagen. Selbstverständlich. In dem Fall bringt ihr ein bisschen von unserem Trockenfleisch. Das werden wir übrigens selber rechnen. Ah ja, immer in der Wintersaison, ja. Und danach würde ich sagen, mal ein Lammzüngli, das verkommt man nicht so viel. Noch nie gehabt. Noch nie gehabt, eben. Ist immer mal gut, etwas Neues. Und dann koch fragen, ob er noch Skari hat. Ist gut? Tipptopp. Super. Nimmst du einen Schluck wieder zu? Ein Schluck Wein, ja. Sehr gerne. Da bleiben wir aber schon mit einem Walliser, oder? Ja, also ich kann die 15 Liter da übernehmen. Da. Sensationell. Und ein bisschen Zermatterwasser. Zermatterwasser ist schon gut. Gut. Ja. Super, danke dir. Obwohl das Wetter nicht gut ist, der erste Eindruck vom Chef hat mich positiv überrascht. Jetzt wird er schauen, ob das Essen so gut ist. Und lässt sich überraschen, was für ein Tropf Wein das er springt. Und wenn er gerade an uns schaut, das Wetter ist jetzt mal gebessert, gehen wir nachher schauen, ob er das Horror jetzt gesehen. Ich freue mich. Zermatter, Wasser. Selber abgefasst, nein. Das wird übertrieben. Das wird ja gerade ein bisschen übertrieben. Zum Lamm passt meiner Meinung nach ganz fantastisch jede Merlot-Barrique vom Gilbert Dewey aus Letro. Super. Irgendwie hat man das Gefühl, dass der Egon seinem Rivellen nachtrauert. Oder ist er sprachlos vor lauter Vorfreude auf das Essen, das kommt? Schwein, noch gerade recht kalt. Aber. Merci, bin ich froh, dass er deiner kritischen Nase entspricht. Gott sei Dank passt dem Egon der Wein. Ein Problem weniger. Danke dir. Unterdessen wirbelt der Joe Lackner in der Küche um und kocht dem Egon seinen Drehgänger. Ein prächtiges Karree vom Grill, lecker. Und was machen die anderen zwei? Tolle Geschichte. Nehmen wir noch eins. Selbstverständlich. Ich kann euch noch etwas mehr empfehlen. Mit der Maschine macht das breit. Ah. So, einmal das Lammzüngli in Vinaigrette. Dankeschön. Und Lammkarree mit Kartoffelgratin und Gemüse. Tipptopp. Merci. Bitteschön. Guten Appetit. Dankeschön. So, dann lassen wir es mal testen. Jetzt ist der Egon in seinem Element. Die Zunge vergeht auf der Zunge. Es gibt doch nichts Schöneres als gut essen. Wunderbar. Da wird sogar der Egon still und andächtig. Genau so ist es gar. Kein Haar in der Suppe, kein Schneck am Salat, einfach nur gut. Den Kuchen wir nehmen. So, warme Schokoladekuchen mit Erdbeerragout. Super. Bitte schön. Dankeschön. Merci. Vergeht über die Zunge. Auch der Dessert scheint der Egon voll zu überzeugen. Als Profi weiß er natürlich, wie man so ein Schokoküchli perfekt macht. Das einsame Spitze kann ich jederzeit jedem empfehlen.
Komm mal auf Zermatt und probieren. Alles gut gewesen. Tipptopp, danke schön. Merci. Gibst du denn bitte auch ein rechtes Trinkgeld? Genau, schnell gehen, wo der Chef ist. Das Essen war gut, aber der Chef muss ihn gut schnell sehen. Es ist auch nicht mehr als recht, wenn nach dieser Kochleistung auch der Chef ein Kompliment kriegt. So, Pauli. Ein Restaurant-Tester. Hat mich gefreut. Merci vielmals. War wunderbar. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Ich werde die Beiz jederzeit weiterempfehlen. Das freut mich doch sehr. Das Essen war klasse. Und das Lamm, ich würde sagen, die dürfen Schaf weiterzüchten, weil das ist einmalig. Wir geben uns alle Mühe. Der Frau und der Kinder grüßen. Will ich es gerne sagen. Alles Gute. Gute Merci Kerl. Vielmals, viel Erfolg Merci. Weiterhin. Ein anderes Mal. Alles Gute, danke für Ade. Ade. Ein erfolgreicher Besuch im Restaurant Julen in Zermatt geht. Der Egon hat herzliche Gastgeber, eine tolle Küche und Schwarznasenschaf kennengelernt. Acht Logo, es hat noch mehr. Ein bisschen ein Wirrwarr, aber das sind die ganzen Restaurants und Hotels, die sie haben. Der Weg Richtung Matterhorn hat sich zweifellos gelohnt. Super Beiz gsi, ich habe wunderbar gegessen. Zu jeder Zeit kann ich auch empfehlen. Kommt auf Zermatt, wenn es ein bisschen lange Anreise ist. Aber hier, da essen wir top. Ciao zusammen, bis nächstes Mal. Tschüss Egon, wir sind jetzt schon gespannt, was dich als Restauranttester nächstes Mal herverschlägt.